Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Ja, letzte Folge, einmal hier RIP-Kreisverkehr, meine Damen und Herren, und BER-Funk. Ja, außerdem hier große Schienenlinie und so. Wer den Bau sehen will, gerne in die letzte Folge reingucken. In dieser Folge möchte ich ein bisschen mehr auf die Kommentare, die ich letzte Folge am Anfang mal angesprochen habe, eingehen. Fancy. Zwei Züge direkt nebeneinander gewesen. Ich lasse mich sehr leicht ablenken, ne? Ja. Also. Und zwar würde ich gerne auf zwei Kommentare eingehen. Nummer eins. Einmal, danke für den Hinweis bezüglich, der Häfen. Es gibt tatsächlich, das war leider halt ein Versehen, es gibt ja diese Frachtumschlaghäfen. Na, ich glaube, die sind unter Hafen, genau. So, da wären gleich die Schienen mit dabei und es gab halt einen Kommentar, der mich gefragt hat, so, warum verwende ich nicht gleich die? Ja gut, das sind Personen, das andere war Fracht. Dementsprechend hat sich das relativ schnell geklärt, warum ich das nicht mache. Und Nummer 2 geht auf einen Kommentar zurück, den ich in Railway Empire gesehen habe und der die letzte Zeit mir immer mal so, nicht der Kommentar selbst, sondern die Situation an sich mir immer mal wieder ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Und der Kommentar lautet: Streamst du derzeit auf Twitch, kannst du mal bitte ein LP von Europa Universalis 4 machen. Tatsächlich habe ich jetzt erst gesehen, so LP, Europa Universalis. Ich bin prinzipiell immer sehr offen für für Spielevorschläge, Kommentare, dies, das und so weiter. Ich finde, davon leben auch kleine Kanäle wie ich, dass die Community sich gewisse Sachen wünschen kann. Warum gehe ich da eigentlich so drunter? Ach, vielleicht, weil ich nicht nochmal eine Brücke machen will. Ja, gut. Kann man sich jetzt streiten, ob das jetzt intelligent ist oder nicht, aber ich mach's einfach. Ja, wir kleinen Kanäle leben so ein bisschen davon, dass die Community sich hier vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen und erlauben kann. Erlauben im Sinne von, weil bei großen Kanälen muss man einfach härter durchgreifen, so allein was das betrifft. Ich lösche halt entweder mal einen Kommentar, aber block halt niemanden sofort, außer er geht mir hart auf die Nerven. Oder, Thema Wünsche, bei großen Kanälen kann man sich nicht wünschen, bitte spiel mal dies und dies. Kann man schon, aber ob das zu großem Erfolg führt und ob der Wunsch sehr erhört wird, da muss schon eine sehr große Masse an Zuschauern, muss sich das Spiel dann auch entsprechend wünschen, damit man sagen kann, ja, das bringen wir jetzt. Ja, und dementsprechend bin ich auch sehr froh, dass es viele gibt, die sich dann auch immer wieder Spiele wünschen und so weiter. Die letzte Zeit sind halt leider nur immer Spiele reingekommen, wo ich entweder vertrösten muss oder, wie bei EU4 in dem Fall, auch mal Nein sagen muss. Ich habe die letzte Zeit niemals zu einem Zuschauerwunsch Ja gesagt. Woher kommt's? Ich weiß es gar nicht so genau. Die Zuschauerwünsche die letzte Zeit bestanden zum Beispiel aus Spiel Empire. Ist das so klug? Ja, bitte. Spiel Empire oder Spiel EU4 oder generell Spiele, wo ich tatsächlich halt auch sagen muss, ist... Nee, gerade nicht. Ich hab mich gerade selber so ein bisschen widersprochen in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ob das halbwegs nachvollziehbar ist. So, ich bin immer offen dafür, gleichzeitig lehne ich aber alles ab. Und genau das ist es halt, was mich momentan so ein bisschen schier kirre macht. Weil ich spreche euch immer wieder an, dass ihr das gerne machen sollt. Die letzte Zeit lehne ich aber all eure Vorschläge nur ab. Was so innerlich ein bisschen, ja, toll, was machst du hier eigentlich gerade? Das wird dich auf Dauer auch ein bisschen frustrieren. Weil du sagst was und dann wird es nie gemacht. Deswegen wollte ich es an der Stelle auch einfach mal ansprechen. So, macht es gerne weiter. Ich schaue mir auch alles an. EU4, Empire war halt jetzt einfach in der Hinsicht das Problem, dass ich auf jeden Fall als nächstes dauerhaftes Let's Play
neben, das seht es tatsächlich als Versprechen. Drohung oder Versprechen, wie auch immer ihr es sehen wollt. Das nächste dauerhafte Let's Play, was nicht Anno und nicht, Tropico ist, wird ein, scheiße, wird ein Empire Total War wieder sein. Einfach so, ne? Wir hatten jetzt genug Pause. Jetzt können wir mal wieder loslegen und versuchen, die Welt zu erobern, je nachdem, wie man es halt sehen will. Dieses kleine Eck da, das macht mich jetzt noch nicht ganz so glücklich. Ich weiß nicht. Ich würde prinzipiell noch mega gerne... Ja, das muss ich hier machen. Ja, das hat euch natürlich jetzt Spaß gemacht, dazu zu hören, oder? So, ich würde gerne hier Parkplatz machen. Tatsächlich, ja, man möge es kaum glauben, ich will das hier an dieser Stelle machen. Zum einen mal hier als Parkhaus. Ich weiß halt nicht, wie viel Nachfrage da kommt, ne? Das macht es halt so ein bisschen schwierig. Aber ich setze mal hier einfach das Parkhaus direkt hin. Direkt an den Rand. Ich meine, wer kennt es nicht? Wobei, warte, machen wir es mal aus und verschieben es nochmal. Ich würde nämlich gerne noch da einen Zaun drumherum ziehen. Das kann ich nämlich auch super machen, während ich jetzt das nächste erkläre. Also, seht es als Drohung oder Versprechen, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Es wird als nächstes ganz großes neben Anno und Tropico Empire kommen. So. Was wollte ich aber noch ansprechen? Es gab in den Kommentaren nämlich noch eine zweite Frage. Ob ich derzeit auf Twitch streame. Ich wollte das tatsächlich auch jetzt einfach nochmal in dem Video angesprochen haben. Es steht bald bei mir. Bald meine ich wahrscheinlich Quartal 1 von 2019. Steht bei mir ein etwas größeres Projekt meines Lebens auf dem Papier. Ob das Ganze tatsächlich jetzt noch umgesetzt wird und wie und was und sowieso, das steht eben noch ein bisschen in den Sternen, weshalb ich noch im Konjunktiv bleiben muss. Tatsache ist, dass ich aber... Es ist ein großes Projekt und im Idealfall werde ich danach tatsächlich wieder streamen. Was mache ich hier gerade? Ich versuche zum einen Kurven zu machen, zum anderen geht das. Ich würde gerne den Rückgängig-Button machen. Verdammt. Na gut. Mach den Pfeil. Mach das weg. Schöner Scheiß. Jetzt muss ich mich ganz kurz nochmal konzentrieren, damit ich das hier wieder flicke. Dankeschön. Passt. Passt. Sehr schön. So. Das heißt, ein großes Projekt, bla bla. Danach werde ich vielleicht wieder streamen. Sogar, eigentlich habe ich prinzipiell schon Lust. Bislang ist halt immer nur so die Sache, naja, aber, und ich weiß nicht. Danach steht halt diese Aussage, also diese, ja, dieses... Was mich hemmt daran, nennen wir es mal so, steht halt danach nicht mehr so groß im Raum. Weshalb ich es als durchaus wahrscheinlich betrachte, dass ich danach wieder streamen werde. Übrigens, das dient nur rein der Zierde hier. So richtig zumachen kann ich nicht. Es geht einfach nicht. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ist zwar ein Freizeitparkzaun, aber ist jetzt egal. Ne? Hehe. Nein. Nein, ich werde es jetzt nicht kaputt machen. Nein! Oh Gott. Was ist hier los? Holzverarbeitung. Ach ja, ich sollte vielleicht hier mal kurz wieder... Nein! Nein. Wir machen hier jetzt ein bisschen Wald. Ich drifte schon wieder ab, ich weiß, aber... So versteht mich doch, Leute. Ich muss immer wieder hier...
So, wird es Monokultur hier, was ich verbreite? Eiche und Buche. Nee, ich mache einen Mischwald. So. Hier kann ich auch noch ein bisschen rüberziehen. Hier auch. So, ich versuche das natürlich relativ schnell zu ziehen, damit es nicht zu dicht wird. So. Jetzt kann ich damit das noch auffüllen. So. Perfekt. So muss das. Das nenne ich mal einen Wald, meine Damen und Herren. Das ist ein Wald. Gut, habe ich das fertig gesprochen? Ich glaube ja. Also danach könnte es anstehen, eben Anfang nächsten Jahres. Ich will halt in der Hinsicht nichts versprechen. Es kann sein, dass ich danach dann so da hock. Nö, immer noch kein Bock. Dann ist es so. Ja, also ich hoffe, ihr vermisst da in der Hinsicht einfach nichts. Es ist halt auch... Es ist schwierig, weil es ist halt irgendwie schon geil. Auf der anderen Seite ist es aber halt so ganz anders als aufnehmen. So, man kann es sich kaum vorstellen, aber es ist komplett anders. Gott, was soll das? So. Ah, Mist. Klar, ich brauche dafür eine komplett ebene Fläche. Die habe ich hier nicht. Okay, das heißt, jetzt müssen wir es tatsächlich komplett eben machen. Weil das ist so die einzige Fläche, wo ich sagen würde, das ist jetzt komplett eben. Außer hier. Hier ist aber wiederum das Problem, dass es halt zu weit weg ist. Oder wir machen es so, dass wir dich hier abreißen, die ganzen Straßen hier auch und es dahin machen. Weil da ist nämlich noch hübsch alles eben. Moment. Wir müssen das Ganze kurz mal klarstellen. Also. Hier geht die Straße vorbei. Hier. Da. Dann da rein. Wobei ich kann das noch ein bisschen knapper dran vorbei machen. Gut, dann habe ich das soweit mal angesprochen. Übrigens, was ich glaube ich noch sehr, sehr wenig angesprochen hatte und an dieser Stelle jetzt einfach nur noch mal ganz kurz zur Klarstellung mache, warum ich Europa Universalis nicht spiele, liegt daran, ich habe tatsächlich das Spiel. Das heißt, es ist nicht eine Sache so, ich lasse mich jetzt nichts auf nichts Neues ein. Sondern ich habe tatsächlich das Spiel und ich habe es auch schon getestet. Es macht mir nur einfach keinen Spaß. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass die für Neulinge diese Eintrittsschwelle so unglaublich hoch ist. Also es ist so unglaublich schwer, als Neuling da Fuß zu fassen. Ich denke mal, alle, die Europa Universalis kennen, beziehungsweise auch gespielt haben und so, die werden wissen, wovon ich spreche. Was soll jetzt das? Ach, komm schon. Wirklich jetzt? So, mach dann halt so. Die werden wissen, wovon ich spreche. Und es... Vielleicht habe ich deswegen auch einfach nie so richtig reingefunden in dieses Spiel. Ich weiß es nicht. Ich werde ihm noch eine Chance geben. Irgendwann bei Zeiten. Aktuell muss ich aber sagen, nee. Tatsächlich habe ich momentan ganz andere Sachen im Kopf, als mich in ein Videospiel nochmal komplett reinzufuchsen. Ich würde niemals nie sagen. Also vielleicht habe ich das Spiel zu einer Zeit kennengelernt, wo ich generell nicht so auf das gestanden habe. Das kann durchaus sein. Und es jetzt dann sich ändern wird. Wer weiß das schon so genau. Ich bin da komplett offen. Was das betrifft. Aber momentan ist halt einfach so... eher nicht. So. Genug gerechtfertigt, genug getan und gesagt. Ich mache jetzt noch schnell die Parkplätze fertig. Kann ich da tatsächlich keine näher... Sobald ich näher gehe, bin ich da in dem Problem drin. Ja, das ist so dieser letzte... So, zack.
Nee, weiter kann ich nicht. Okay. Das heißt, ich müsste doch noch hier so einen machen. Warte mal. So. Ort ist bereits belegt. Jawohl. okay. Ah, nee. Natürlich nicht das. Sondern wenn, dann das. Ach, geh doch weg. Was soll das? Warum? Jetzt. Toll. Perfekt. Sehr schön. Das werde ich irgendwann dann mal ausfüllen. Irgendwann mal zwischen den Folgen und so, ne? Ihr kennt das Spielchen. Ich habe das jetzt hier oben bei den... beim Fußballstadion schon mal gemacht. Ich hoffe, ihr kennt es, wie es funktioniert. Einmal Steuerung A, dass wir hier Fine Red Anarchy anhaben und dann hier die ganzen Zungen drauf. Da müsst ihr nicht permanent mit zugucken und so. So, das war's soweit. Die große Rechtfertigungsfolge. Warum auch immer, ich weiß nicht, warum ich es immer wieder mache. Aber ne, nehmt einfach aus dieser Folge mit viel Wirrwarr und so, ne? Nehmt einfach mit. Gerne immer weiterschreiben. Bitte nicht böse nehmen, wenn ich halt die letzte Zeit zu sehr vielen Projekten Nein sag. Vielleicht muss ich momentan einfach selber auch so ein bisschen die Kontrolle behalten. Keine Ahnung warum. So, nehmt das einfach so hin. Ich hoffe, ihr könnt das. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.